Ja, es gab natürlich sportliche Auffassungsunterschiede und da möchte ich auch nicht näher eingehen, weil ich glaube, das, was intern besprochen wird, das muss auch intern bleiben. Und es ist schade, dass ich nicht mehr Zeit bekommen habe, weil wir haben ja im Sommer viele, viele Spieler verloren mit Jeschek, mit Macho, mit Plasenecker, mit Baller, mit Sulimani, etc. etc. Viele Spieler verloren, ein paar Junge natürlich raufbekommen in die erste Mannschaft. Die sind sehr, sehr talentiert und sehr gut, aber die brauchen noch ein bisschen Zeit, um in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und das geht dann alles nicht so schnell. Ich bin nur ein Fußballlehrer, aber kein David Copperfield. Ja, also das weiß ich strikt von mir. Das ist ja, das ist alles unwahr. Ich war einmal zu spät, da war ich in einer Vorstandssitzung bei der Admira und sonst war ich immer pünktlich und lasse mir das sicherlich nicht nachsagen. Und wenn das noch wer behauptet, dann ja, dann wird es auch von mir aus rechtliche Schritte geben. Nein, auf keinen Fall. Ich habe mit den Spielern ein tolles Verhältnis gehabt. Wir sind immer mehr zusammengewachsen. Das Vertrauensverhältnis wurde von Tag zu Tag größer. Das muss sich ja auch entwickeln. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und ich bin mit den Spielern sehr, sehr gut ausgekommen und da hat es nicht das kleinste Problem gegeben. Und dass welche, die halt nicht spielen, unglücklich sind, das ist auch normal und vollkommen verständlich. Ja, im Prinzip habe ich einen Zweijahresvertrag, wenn Admira in der ersten Liga bleibt. Ja, bei mir ist es nie ums Geld gegangen, sondern ich habe dieses Amt angenommen, weil ich es sehr, sehr gerne mache, weil ich es liebe, Fußballlehrer zu sein. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich sehr, sehr wenig bei der Admira verdiene. Von daher wird das auch keine große Belastung für den Verein sein. Und man wird dann sehen, wenn Dr. Fani aus dem Urlaub kommt, dass wir uns zusammensetzen und diese Modalitäten dann halt klären. Aber es geht sicherlich nicht ums Geld und es wird auch hoffentlich so sein, dass wir uns wie Erwachsene zusammensetzen und diese Vertragsbedingungen klären. Ja, ich bin schon davon ausgegangen, dass ich Samstag noch auf der Bank sitzen werde. Das hat mir nicht mehr zugestanden. Und ja, ich bin mir sicher, ich hätte Admira gerettet, wenn man mir die Zeit gegeben hätte, auch mit der Mannschaft weiterzuarbeiten. Und nochmal auf meine Frage, was das persönlich für ein Gefühl war für dich? Für mich waren es wunderschöne 7 Wochen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe das mit großer Freude gemacht und auch mit großer Leidenschaft und ich wusste natürlich, dass es schwierig ist, einen Verein zu übernehmen, der letztes Jahr Neunter war, sich in der letzten Runde gerettet hat, viele Spiele abgegeben hat, das Budget reduziert hat und ja, wo der Kader sehr, sehr jung war, das wusste ich und trotzdem habe ich es angepackt, habe es mit Spaß gemacht, habe auch, glaube ich, phasenweise mit der Mannschaft bewiesen, dass wir gut gearbeitet haben, dass eine Handschrift dahinter steht. Und leider Gottes haben uns die Konzentrationsfehler halt, die immer wieder passiert sind und aufgetreten sind, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber phasenweise hat die Mannschaft wirklich fantastisch Fußball gespielt. Ja, ich war natürlich nicht glücklich, aber ich habe gewusst, wenn ich diesen Trainerjob irgendwann mal beginne, dann gibt es solche Sachen, die sind nicht immer lustig. Ich habe in den letzten 4 Jahren Riesenerfolge gehabt, bin mit den Last Juniors aufgestiegen, Meister geworden, dann zweimal mit der Wiener Viktoria Meister geworden. Also ich habe schon so viel Selbstvertrauen, dass ich weiß, was ich kann. Und dass es auch nicht immer bergauf gehen kann, ist auch klar. Von daher hätte ich es mir anders gewünscht, aber ist leider so eingetroffen und nicht zu ändern. Du, was wünschst du deinem Nachfolger? Ja, ich wünsche ihm, dass er ja, Erfolg hat, dass er die Admira in der ersten Liga hält und dass sich die Jungs ja, gut weiterentwickeln, denn Potenzial und Qualität ist da.
Nur sind einige halt noch nicht so weit, um konstant in der Bundesliga wirklich große Leistungen zu bringen. Ja, ich habe ja mit den Spielern und mit meinem Trainerteam und mit den Betreuern überhaupt kein Problem gehabt. Von daher wünsche ich Ihnen das Beste, werde ab und zu mal vorbeischauen. Und im Leben sieht man sich immer zweimal. Von daher gehe ich davon aus, dass wir uns immer in die Augen schauen können und ja, auch in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können.